Herzlich willkommen zu einer kleinen Campus in Mainz Tour. Wir beginnen die Tour mit der Bereichsbibliothek Buchwissenschaft, die sich im Gebäude Philosophicum befindet, das ihr an der Pferdestatue draußen vor dem Gebäude erkennen könnt. Wir gehen einmal mit euch den Weg durch, wie ihr in den dritten Stock gelangt und damit zur Bereichsbibliothek Buchwissenschaft. Angekommen in der Bereichsbibliothek Buchwissenschaft findet ihr eine große Auswahl an Literatur, Primärliteratur wie Sekundärliteratur und auch viele Fachlexika. Dort könnt ihr euch an einen Tisch setzen, arbeiten, habt dort Steckdosen und auch einen Computer zur eigenen Recherche. Ihr findet in der Bibliothek unter anderem zum Beispiel verschiedene Ausgaben der Börsenblätter aus verschiedenen Jahrgängen, die sehr weit schon zurückreichen und hier in einer Sammlung aufgenommen sind, aber auch Fachliteratur, wie zum Beispiel der Buchhandel in Zahlen, könnt ihr hier finden und dort drin recherchieren. Auf jedem Stockwerk findet ihr die Kopierer bzw. Drucker und auch zu den Büros der Dozentinnen und zu allen Sekretariaten gelangt ihr nur durch den Eingang der Bibliothek im Philosophikum selber. Im Philosophikum finden sich zusätzlich auch sehr viele Arbeitsplätze mit Steckdosen, an denen man alleine oder in Gruppen arbeiten kann. Ein besonderer Ort auf dem Campus ist der Botanische Garten. Dieser lädt nicht nur zu Spaziergängen ein, sondern ist auch ein wunderbarer Ort zum Lernen und Lesen. Und nun kommen wir zu ein paar Impressionen aus der Innenstadt. Der Fastnachtsbrunnen befindet sich auf dem Schillerplatz und ist gerade in der Fastnachtszeit ein großer Ort für die feiernden Leute. Und der Rhein ist der perfekte Ort zum Spazierengehen oder Lesen. Auf dem Ballplatz in der Innenstadt befinden sich viele Cafés und Restaurants und auch eine atemberaubende Architektur bei den Häusern. Gleichzeitig findet hier jede Woche der Wochenmarkt statt. Auch das Gutenberg-Museum ist für Buchwissenschaftler ein Muss. Der Mainzer Dom ist durch seinen imposanten Bau von fast überall in der Innenstadt zu sehen. Das beste Eis in der Stadt findet ihr bei Neiss. Und damit endet unsere kleine Tour über den Campus und durch die Innenstadt Mainz.